Energiesatz. Die kinetische Energie zu ermitteln. Der Energiesatz lautet ja immer T minus T0 ist W. Das ist ja durch die Integration der Bewegungsgleichung, nicht über den Weg kommt das raus. Die Frage ist jetzt, wie komme ich zur kinetischen Energie? Die Arbeiterkräfte, klar, da muss ich die Kraft projizieren in den Weg und da kann ich die Arbeit ausrechnen. Aber die Frage ist also die kinetische Energie. Wie komme ich zur kinetischen Energie? Und wir haben ja eigentlich gesagt, eine Scheibe, die Bewegung der Scheibe ist gegeben durch die Bewegung des Schwerpunkts, sagen wir, das ist Vs, und durch die Drehung um den Schwerpunkt. Wir haben also einerseits den Geschwindigkeitszustand. Wir kennen in jedem Punkt die Geschwindigkeit, wenn ich die Geschwindigkeit des Schwerpunkts kenne, und die Drehgeschwindigkeit. Geschwindigkeit des Schwerpunkts bezeichne ich mit Vs. Die Drehung ist ja durch die Winkelgeschwindigkeit gegeben. Dann sage ich, Drehgeschwindigkeit ist das Phi-Punkt. Und die Frage ist nun, wie komme ich zur kinetischen Energie? Ich müsste eigentlich von jedem dm jetzt die Geschwindigkeit ausrechnen. Die Geschwindigkeit ausrechnen und jetzt schaue ich da gerade, wie, das habe ich da natürlich ganz anders gemacht, dass man das nämlich zerlegen kann in diese zwei Teile. Das ist jetzt von vornherein natürlich nicht klar. Ich müsste so sagen, vielleicht gelingt mir das auch. Wie groß ist die Geschwindigkeit des irgendeines Punktes. Also ich nehme ein Koordinatensystem natürlich daher, sage, das ist mein xs, ys, nehme da einen Punkt, sage, der Punkt hat die Koordinaten x, y, x, y, und berechne jetzt die Geschwindigkeit des Punktes. Wie? Haben Sie eine Ahnung, wie man das rechnet? Wenn man es wirklich korrekt machen wollte, muss ich jetzt die Koordinate x ausdrücken durch das xs und durch das phi. Ja. Also ich sage mal, und das haben wir auch vorhin schon geschrieben, ich habe es jetzt nur ein bisschen blöd gezeichnet vielleicht. Ich nehme die Geschwindigkeit dieses Punktes. Geschwindigkeit von dm, um das geht's. Der hat zwei Komponenten, nämlich die Komponente in der x-Richtung, das nenne ich das x-Punkt, und die Komponente in der y-Richtung.
Die Geschwindigkeiten von dm sind also x-Punkt und y-Punkt. Und dann, wie komme ich zum x-Punkt? Das x-Punkt ist gleich das x-Punkt s. Und dann kommt aus der Drehung, vielleicht zeichne ich die blau, Sie sehen, die Geschwindigkeit heißt der r-Phi-Punkt. Und das sind die beiden Geschwindigkeiten x.s und y.s. Also, der ganze Körper macht eine Translation mit x.punkt, y.punkt und um s zusätzlich eine Drehung mit phi-Punkt. Ja? Und wenn ich jetzt die Komponente, die rote, haben möchte, dann muss ich sagen, das ist einmal die blaue vom xs plus der Komponente von der Umfangsgeschwindigkeit, nicht? Aus der Drehung um s. Ja? Das heißt, ich muss die in die x-Richtung projizieren und kriege dann dieses Stückerl. Und das ist gleich, also minus, weil es in die Gegenrichtung weist, Abstand y minus ys mal Phi-Punkt. Es ist nämlich das R-Phi-Punkt mal Cosinus von dem Winkel, ist ja genau das R mal Cosinus hier und das ist Y minus YS. Es ist vielleicht als Nebenrechnung so. Wenn das das R-Phi-Punkt ist und das das R und das ist das X und das das Y, dann ist die Komponente von der Geschwindigkeit so groß, als wäre das das Y mal Phi-Punkt. Als würde der Punkt sich hier befinden. Also da hätte ich Y mal Phi-Punkt. Also die Komponente ist das Y-Phi-Punkt. Und die Komponente hier ist so groß, als würde sich der Punkt hier befinden. Die ist der X-Phi-Punkt. Weil wenn ich den Winkel nehme, dann ist er hier wieder. Dann steht hier R Phi Punkt Cosinus Phi. Und das R Cosinus Phi ist aber das X. R Cosinus Phi ist X. Daher steht X Phi Punkt. Und da wäre R Phi Punkt Sinus Phi. R Sinus Phi ist aber das Y. Und daher kann ich das so schreiben, weil ich da diese Winkel nicht wieder einzeichnen möchte. Das ist also die Geschwindigkeit in x-Richtung und in y-Richtung macht er das ys mit und dazu kommt noch die Komponente aus der Drehung, die von da stammt. Das ist plus x minus xs mal Phi-Punkt. Und wenn ich jetzt die kinetische Energie aufschreibt, so heißt das 1/2 dmv Quadrat ist gleich 1/2 dm mal x Punkt Quadrat plus y Punkt Quadrat. Das wäre die kinetische Energie. Und jetzt müsste ich das quadrieren. Sie sehen, wenn ich das quadriere, steht 1/2 dm da. Und jetzt muss ich die beiden Gleichungen quadrieren und addieren. Boah. Lange Geschichten. Das heißt, ich kann es natürlich hinschreiben, es ist nicht sehr geschickt gewesen. X.S Quadrat, ich nehme zuerst die Quadrate, dann nehme ich das hintere Quadrat plus Y minus YS zum Quadrat, Phi Punkt Quadrat, plus x minus xs zum Quadrat, Phi-Punkt Quadrat. Und dann kommen diese zwei gemischten Glieder, minus 2x.s Phi-Punkt y minus ys
plus 2 y Punkt s phi Punkt x minus xs. Und jetzt kommt die Integration. T, das Integral dt über den ganzen Körper. Dann sehen Sie, da steht als erstes einmal das hier, das ist das vs. X Punkt Quadrat plus y Quadrat Punkt Quadrat ist das vs. Vs ist gleich Wurzel aus x Punkt s Quadrat plus y Punkt s Quadrat. Also m halbe Vs Quadrat, das ist der erste Term, plus dem Phi Punkt Quadrat halbe mal Integral y minus ys Quadrat plus x minus xs Quadrat. Das ist aber nichts anderes als das r zum Quadrat. R bezüglich s, nicht? Denn Differenz, das ist ja Pythagoras, nicht? X minus xs zum Quadrat plus y minus ys Quadrat ist das r Quadrat. Und die anderen zwei Integrale, die werden 0 ergeben. Ich sage es Ihnen gleich, wieso. Minus 2 Punkt xs Punkt phi Punkt, dieser Konstante, Integral y minus ys dm. Wenn ich das integriere, dann steht einmal mys da und einmal das Integral y dm. Das ist aber ys mal m. Weil der Koordinatenursprung ja im Schwerpunkt ist, ist das hier das Integral 0. Und genauso das zweite, 2y Punkt s Punkt Integral x minus xs. Das heißt, man braucht immer wieder die Schwerpunktdefinition. Das ist auch 0, weil das Integral x dm ja gleich ist xs mal m. Integral x dm ist ja xs mal m. Und dann fällt xs minus xs einfach weg. Und übrig bleibt jetzt, das Integral ist das Theta s. Also Ergebnis heißt, die kinetische Energie T ist gleich m halbe, ich schalte gleich zurück, vs Quadrat plus Theta s halbe Phi Punkt Quadrat. Das ist die kinetische Energie. Und das ist ziemlich erstaunlich, dass man es so einfach zerlegen kann. Das gilt natürlich nur bezüglich des Schwerpunkts. Wir haben eine Translationsenergie im Schwerpunkt und eine Drehenergie um den Schwerpunkt. Das gilt nicht für irgendeinen beliebigen Punkt. Also für den Punkt B gilt es nicht. Dass ich sage, ja, Energie um B steckt plus Drehung um B, das wäre ganz falsch. Translationsenergie, Energie der Translation, die in der Translation drinnen steckt, also Translationsenergie, und das ist die Drehenergie. Gültig nur bei der Zerlegung für den Schwerpunkt. Drehenergie um den Schwerpunkt. Vielleicht als Beispiel habe ich da so das Abrutschen eines Stabes angeführt für den Energiesatz. Führungen müssten reibungsfrei sein.
Und das soll jetzt so ausschauen. Wir haben eine Ecke. Da hier haben wir den Stab. Da hier die vollkommen glatte Wand. Und da ist der Schwerpunkt S in der Mitte. Der Stab ist M und L. Und wenn er das runterrutscht, hat er im Augenblick den Winkel Phi. Der Winkel Phi gibt also an seine Lage. Das Ganze ist eine Bewegung zwar in der Ebene, nicht, aber mit einem einzigen Freiheitsgrad. Und könnte da das Koordinatensystem x, y einführen. Und y. Und das ist jetzt mein Winkel Phi. Dann sehen Sie, die Koordinate x ist das hier. Koordinate y. X ist gleich L halbe Sinus Phi. Das ist dieses kleine Stück, nicht? Das ist L halbe. Und damit ist das X-Punkt, das X-Punkt ist dann gleich L halbe Phi-Punkt Cosinus Phi. Das Y, das ist diese Koordinate, also Y und X sind die Koordinaten des Schwerpunkts. Ich habe den Index S nicht eingeführt. X ist klar, Y, sehen Sie, ist L halbe Cosinus Phi. Nicht? Um den L halbe Cosinus Phi steht er über der waagerechten Linie. L halbe Cosinus Phi. Und das Y-Punkt ist daher gleich minus L halbe Phi Punkt Sinus Phi. Innere Ableitung. Also bei positivem Phi-Punkt, wenn Phi größer wird, wird Y natürlich kleiner. Y-Punkt ist negativ. Das sind die Schwerpunktskoordinaten, Geschwindigkeiten von S. Also das ist im Grunde das Vs. Nicht? Und ich könnte jetzt sagen, Vs Quadrat ist gleich x-Punkt Quadrat plus y-Punkt Quadrat, dann steht L Quadrat Viertel Phi-Punkt Quadrat mal Gamma Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat, und das ist ja 1. Also L Quadrat Viertel Phi-Punkt Quadrat ist die Geschwindigkeit, hätte man natürlich, was ich gleich sagen können, weil der momentane Drehpol ist da oben, das ist der momentane Drehpol, und den dreht im Augenblick ja denn die Geschwindigkeit des unteren Punktes ist waagrecht und die ist senkrecht, und dann muss das der momentane Pol sein. Das haben wir aber nicht gemacht, und daher lassen wir das. Das ist Vs. Und wenn ich jetzt die gesamte Energie ausrechnen wollte, brauche ich noch das dTs. Also die kinetische Energie in dieser Lage ist jetzt gleich m halbe Vs Quadrat plus dTs halbe Phi Punkt Quadrat ist gleich m halbe Vs Quadrat L Quadrat Viertel Phi Punkt Quadrat plus Theta S, das ist ein Stab, das haben wir ausgerechnet, mal ML Quadrat Zwölftel mal der Drehung, nicht? Die Drehenergie, das ist ja der Phi Winkel so rüber, Phi Punkt, das ist die Drehenergie, nicht? Um den, das heißt also Phi Punkt Quadrat halbe. Und das kann man zusammenzählen. Das sind dann insgesamt ml Quadrat Zwölftel plus ml Quadrat Viertel
sind 3 Zwölftel plus 1 Zwölftel, 4 Zwölftel ist 1 L Quadrat Drittel, Phi Punkt Quadrat halbe. Und wenn ich jetzt sozusagen von der Ausgangslage weggehe, t minus t0 ist w schreibe, dann habe ich die kinetische Energie minus der Anfangsenergie, t0 setze ich 0, kriegt einen kleinen Stoß, der Stab steht senkrecht, kriegt einen kleinen Stoß und rutscht jetzt so runter. Die Arbeit ist das Absenken des Gewichtes, t0 sagen wir ist 0. Das W, muss ich noch hinschreiben, W ist, die Arbeit heißt, ist gleich, Vorzeichen ist positiv, weil das Mg abgesenkt wurde von L halbe in der Ausgangslage auf Y. Ja. Wenn er zur Zeit t gleich 0 ist, sei Phi gleich 0 und Phi Punkt gleich 0. Dann steht jetzt ML Quadrat Drittel, Phi Punkt Quadrat halbe, minus 0 ist gleich MG mal L halbe mal 1 minus Cosinus Phi. Und damit ist Phi Punkt von Phi bekannt. Für Phi gleich Pi halbe liegt der Stab am Boden. Wie groß ist dann, mit welcher Geschwindigkeit prallt er sozusagen am Boden auf und da tritt ja dann der Stoß auf, nicht? Phi gleich Pi halbe, Auftreffen am Boden. Der Cosinus von Pi halbe ist 0. Sie sehen, dann wird das Phi Punkt 1 Quadrat gleich m gekürzt, der 2er gekürzt, 3g durch L. 3 mal g durch L, ist das möglich? Also noch einmal L halbe gekürzt, das m gekürzt, ja, 3g durch L, das wäre, und daraus die Wurzel, dann habe ich die Drehgeschwindigkeit beim Auftreffen des Stabes am Boden. Also wichtig, kinetische Energie besteht aus Energie in der Schwerpunktsbewegung plus Drehenergie um den Schwerpunkt. Und Sie sehen auch, die Drehenergie war immer analog zur translatorischen Energie. Statt dem M steht das Theta, statt dem V steht das Phi-Punkt. Gültig aber hier nur für den Schwerpunkt. Haben Sie da Vs-Quadrat? Habe ich? Da Vs Quadrat, x Punkt Quadrat plus Phi. Habe ich da? Vs Quadrat. Also das ist ja die kinetische Energie der Translationsbewegung. Würde der Körper keine Drehung machen, dann fährt er ja so dahin, nicht einfach. Nicht? Mit der, das ist die Schwerpunktsgeschwindigkeit und dann noch kommt die Drehenergie. So als würde er nur rotieren. Wenn Vs 0 ist und eine reine Rotation, dann ist es Theta 4 Punkt. Bitte? Da steht Vs Quadrat ist gleich x Punkt Quadrat. Y. Ja, weil ich ja da, das sind ja die Schwerpunktskoordinaten, nicht? Und das x, x Punkt S, das habe ich ja da hergeschrieben, nicht? Das folgt aus der Differenziation der Koordinate. Phi ist eine Funktion von t, xs haben wir gesagt, ich schreibe vielleicht doch besser s dazu. Xs ist ja gleich L halbe Sinus Phi. Und wenn ich das differenziere, komme ich zum Xs-Punkt.